Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von Forza Horizon 4. Und heute fahren wir ein Auto, was ich wirklich extrem feiere. Nämlich den Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, aber ich denke mal, ihr wisst, welches Auto gemeint ist. Giulia ist natürlich eine ganz normale Limousine. Und halt Quadrifoglio, oder ich kürze es mal ab mit QV, das ist, glaube ich, einfacher für uns. Das ist quasi die Top-Variante mit 510 PS, 600 Newtonmetern. Fährt, glaube ich, so 308 km oder so. Heckantrieb. Und preisig, denke ich, immer auch ziemlich attraktiv. Das Ding kostet, glaube ich, so um die, ich glaube, wenn man den nackt kauft, also jetzt serienmäßig, weiß ich, 60.000, 70.000. Also es ist jetzt nicht sonderlich viel. Und für sein Auto, ich muss ja sagen, dass ich bisher von Alfa Romeo nie so wirklich der Fan war, vor allem nicht, was die Optik der Autos angeht, weil die meiner Meinung nach eher ziemlich bescheiden war, aber das hier, das sieht geil aus, vor allem von hinten, allein so die Endrohre, der Diffuser, die Rückleuchten, das ist schon extrem geil. Also das Ding, das sieht schon wirklich richtig, richtig awesome aus. Und das Rot, das steht ihm auch ziemlich gut und Rot passt auch, denn der Motor stammt von Ferrari. Ist, glaube ich, eine Abwandlung des Motors von California. Halt nur ein Sechszylinder mit 2,9 Litern Motor. Mit 2,9 Litern Hubraum. Ich denke mal, das ist eigentlich auch genug bei so einem Auto. Natürlich wäre ein V8 irgendwie cool gewesen, aber ich hab jetzt nichts gegen V6. Also, ich finde den aktuellen Ford GT auch cool. Der hat auch nur Sechszylinder. Und dann 6-Sechszylinder, ich meine Porsche, BMW. Da müssen keine extrem dicken Motoren rein. Was dann meistens eher so Luftpumpen sind. So, wir könnten aber den Motor wechseln. Wir würden sogar bei der gleichen Marke bleiben. Nämlich auf den Motor von 4, 8 und... Moment. Ich meine, das ist der Motor aus dem 458? Müsste eigentlich sein. Glaube ich zumindest. Und halt auf Allrad, machen wir natürlich nicht. Der bleibt auf Heckantrieb, aber eine Heckschleuder wird er trotzdem nicht. Aber was wir definitiv brauchen, Felgen an sich gehen in Ordnung, aber ich werde andere drauf machen, aber die Größe, Felgengröße, das geht da mal gar nicht. Die sind viel zu klein, die müssen mindestens eins mal größer, vielleicht sogar am besten zwei, wenn es geht. Eine Reifenbreite sagt uns, dass wir ziemliche Fahrradreifen drauf haben. Was wir einfach mal ändern werden. Hinten, das sind aber ganz schöne Fahrradreifen. Komm. Wir machen 305er. Aber Felgen andere. Ich denke, bei dem Wagen kann man auch ziemlich viele Felgen drauf machen. Also dem werden ziemlich viele Felgen stehen. Das ist natürlich schlecht für uns. Ich wieder mal irgendwie 10 Minuten brauche, um mir die richtigen Felgen auszusuchen. Und die sind ja so ähnlich wie die Serienfelgen. Die HRE. Nee. Also sowas mit ganz vielen Speichen, das sieht, glaube ich, nicht so geil aus. Aber... Nee, und Tiefbett am besten auch nicht so wirklich. Naja, es ist ein bisschen... Die Felgen würde ich ganz geil finden, nur ohne diesen, ohne die, ne? Die ganzen Punkte. Was wahrscheinlich irgendwie Schrauben sind oder so. Aber wahrscheinlich eher Schrauben so zur Deko. Dass die Felge cool aussieht. Natürlich, die gehen eigentlich... Nee, es ist zu viel Tiefbett, finde ich. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Aber die HRE sind schon mal vorgemerkt. Ja, die sahen echt gut aus. Denn die Spur könnte ein bisschen breiter werden. Natürlich muss der Wagen tiefer sowieso. Der ist so hoch wie ein Bus. Das geht ja mal gar nicht. Also kann ich ja unter durchgucken. Das ist ja furchtbar. Das ist viel zu viel Bodenfreiheit. Das können wir mal zum Glück ändern. Ich muss mal sagen, dass doch erstaunlich wenig Felgen an dem Wagen mir gefallen.
Nee. Sieht jetzt auch nicht so verkehrt aus. Also entweder hier die Wet Sport. Ich finde da die Speichen ein wenig zu dünn. Wenn sich die Felge super, nur die Speichen, die sind mir ein bisschen zu dünn. So, welche HRE waren das denn jetzt eigentlich? Die. Na ja, gut, der hat auch. Gucken wir nochmal die. Ja, ey. Durch Felgengröße. Ich meine, es ist schon irgendwie so ein bisschen traurig, dass das 19 Zoller sein sollen. Die aber eigentlich ziemlich mickrig aussehen. Mit 20er, die gehen vollkommen klar. Ich dachte, ich hätte vielleicht sogar 21er. Also die Reifen wirken an sich generell bei dem Auto eher ziemlich klein. Na egal, so. Spurweite. Ja, also, ich meine, ne? Man sieht es. Ja. Da können wir vielleicht auch noch ein wenig Sturz haben. Oh, da hinten aber. Sieht aber auch nicht Sturz hinten, ne? Eieiei. Ja, das ist schon besser. So, leider ist es im Spiel nur die Variante mit der 6-Gang-Handschaltung. Den gibt es auch mit der 8-Gang-Automatik. Die ich sehr gerne gehabt hätte, aber die gibt es leider auch hier nicht. Genau wie in Forza 7. Ein bisschen schade. Weil dem Auto so mit 8 Gängen, das wäre jetzt schon. Würde ich ziemlich geil finden. Aber na gut. Muss ich mich halt so zufrieden geben. So. Oh. Ah, ja. Das geht doch schon mal in eine sehr gute Richtung. Ja, gut, Offroad, nein. Und Drift. Ja, das ist doch eine Tiefe, die mir sehr gut gefällt. Doch, die Felgen sind geil. Erstaunlicherweise gehen die Bremsen nicht besser. Ich meine, die sind jetzt aber auch gar nicht mal so klein, die Bremsscheiben. Wenn man zu vorne, das ist jetzt nicht gerade mickrig. So ein bisschen leichter. Ja, die ist eigentlich gar nicht mal so schwer. War natürlich ein bisschen weniger Gewicht. Schade, denke ich mal nicht. Boah, das hat sich ja gereimt. Aber komm, wir machen es nur sogar nur so. Und ein kleines bisschen Leistung machen wir auch rein. So, eine Schwungscheibe natürlich noch. Ja, so 1000 hier, 630 Kilo, das geht, glaube ich, noch. Für ein Auto dieser Größe, dieser Leistung. Machen wir einen Auspuff? Ja. Natürlich ist dieses Grün bei der KW-Zahl so hell, dass ich nicht sehe, wie viel KW ich habe. Wenn jetzt sehe ich es, 393. Moment. Ja. Jetzt ist es einfach zu hell. Ich glaube, da steht. Ah, jetzt. 404. Ja, 550 PS. Machen wir das so? Reicht eigentlich schon, ne? Denk mal, das ist genug für sein Auto. Ja, wir wollen jetzt auch wieder das ein bisschen langsamer angehen lassen mit den Autos. In den letzten Folgen waren ja schon allesamt eigentlich ziemlich schnell. Obwohl, der Honda nicht. Ich hab vergessen, ich hab mal so, ja, Bugatti, Senna. Ich meine so, was war denn das Auto aus der letzten Folge? Natürlich der Honda Civic. Also jetzt wieder ein bisschen schneller. Nächste Folge, nee, übernächste Folge. Fahren wir dann wahrscheinlich ein AMG. Das sage ich nur schon mal so. So, Top Speed so 320 sollte er schon schaffen, ne? Ah, ja. Ja gut, Sturz haben wir da ordentlich. Das muss ich mir aber nochmal dann nachher angucken, aber ja gut. So, ja. Serie machen. Ja, leider nur 6 Gänge. Ich hätte so gerne die Variante mit 8 Gängen gehabt. Nämlich ich den Wagen noch viel lieber fahren, hätte ich ihn noch viel früher gefahren im Let's Play. Leider nur die 6-Gang-Handschaltung. Kann ich verstehen, dass das viele mögen, nur ich finde halt 8 Gang normale geiler. Das ist eigentlich so gut wie jedem Auto. Es gibt auch zum Glück einige Autos, wo auch die Automatik-Variante gewählt wurde und nicht die Handschaltung. Wie bei der Corvette zum Beispiel, bei Challenger und Charger Hellcat, die haben alle die 8-Gang-Automatik statt der serienmäßigen 6-Gang- bzw. bei der Corvette 7-Gang-Handschaltung. Und das feiere ich. Obwohl ich ein Freund von Handschaltung bin. Zumindest im echten Leben. Da bin ich mit Automatik, das finde ich bis jetzt nicht ganz so.
Cool. Automatik ist entspannter, klar, aber. Ich habe richtiges Autofahren gelernt. Man selber rühren muss. So. Die Besetzung sollte schon so ein bisschen länger sein. Und was ich geil finden würde, wenn sie das Feature einbauen, dass man bei einem Auto, wenn es halt das serienmäßig verfügbar ist, dass man das Getriebe ändern kann. Wenn man jetzt sagt, nee, ich will jetzt, keine Ahnung, ich will jetzt die Automatik nicht fahren, ich will lieber die Handschaltung haben. Oder halt umgekehrt. Das würde ich feiern. Ja, 3,8 auf 100 kann man machen. Serienmäßig braucht er, glaube ich, 3,9 auf 100. Das, glaube ich, ohne Launch Control hat er gar nicht. Und das ist ordentlich. Aber die Farbe, das... Okay, es ist schon dunkle. Dann steht ja, ist leider kaum spürbar. In Blau... ich weiß ja nicht. Ich meine, das... Oh, das sieht aber sehr böse aus. Aber so Alfa Romeo ist irgendwie in Rot. Aber das werde ich nochmal selber einstellen. Weil das Rot nicht gefällt mir so nicht. Wir gehen mal... Oder sieht eigentlich jetzt das Rot hier, quasi bei Farbton 0,0, anders aus, als das Rot auf der anderen Seite, bei 1,00? Das würde ich echt gerne mal wissen. Ja, so ein dunkleres Rot. Ja, ich glaube, das kann schon was. Das ist vielleicht sogar ein Ticken zu dunkel. Ich mache es erstmal so. Ganz wichtig, Felgenfarbe, die kann man jetzt nicht so lassen. Sieht da peinlich aus. Ich kann ja mal gucken, was es so bei Spezialfarben alles gibt. Wir könnten sie auch einfach schwarz machen. Das ist jetzt keine Schwierigkeit. Natürlich Holz machen wir natürlich nicht. Das soll Kupfer sein, aua. Irgendwie hat das natürlich was. Sogar ziemlich viel. Ich mach's erstmal rauf und dann gucken wir mal, ob das auch halbwegs gescheit aussieht. Ob mir denn der Wagen so gefällt. Das ist ja auch das Wichtigste, dass die Autos mir gefallen. Irgendwie ist es auch scheißegal, ob der Wagen jetzt, der hier anfangen S1-Klasse ist oder wie voll auf S1 aufgebaut, das ist mir ziemlich Wurst. An diesen Klassenlimits orientiere ich mich eigentlich kaum. Jetzt sage ich, baue ein Auto genau jetzt auf, weiß ich, 900 Punkte auf oder genau auf 700 Punkte. Das ist wie in, weiß ich, in der S1-Klasse oder in der B-Klasse dann am besten bin. Das ist mir ziemlich egal. Ich baue das so auf, dass ich mit denen noch halbwegs fahren kann, dass sie mir Spaß machen. Oh, es ist Nacht, gut. Da kommt die Farbe natürlich sehr gut zur Geltung. Aber dann kommen die Rückleuchten sehr gut zur Geltung. Boah. Und die Form, die finde ich geil. Man hört schon den Turbolader ein wenig. Oh ja, den hört man aber. Eieiei. Alter. Der marschiert aber. Und ja, der spuckt so leicht Feuer. Hat sich der Motor wohl verschluckt. Und passend zur Nacht würde ich vorschlagen, dass wir mal ein paar Straßen-Szenen-Rennveranstaltungen machen. So heißen die, glaube ich. Wenn ich jetzt nicht ganz so blöd bin, wie ich aussehe. Einfach nur, doch, Straßenszene. In der Straßenszene fahren wir Straßenrennen. Mein Gott. Bin ich denn noch nicht gefahren? Wir fahren mal dahin.
5 Kilometer. Der macht das gerade ziemlich ungünstig im Spiel. Natürlich ist es bei mir auch gerade Nacht. Nach der Arbeit. Und das macht einen ziemlich müde. Ich bin morgens sowieso generell ziemlich müde. Eigentlich grundsätzlich, wenn ich sag mal, früh aufstehen muss. Weiß ich jetzt, keine Ahnung, jetzt, ich meine, zur Arbeit stehe ich jetzt meistens halb 6 auf. Auch wenn ich jetzt, ich sag mal, um 7 aufstehen müsste. Oder auch wenn es dann um 3 Uhr morgens ist. Oder 2 Uhr morgens, zur Zeit meines Nebenjobs. Ich war dann immer müde. Unabhängig davon, wie viel ich geschlafen habe. Also egal, ob ich dann 6 Stunden geschlafen habe oder sogar auch 10 Stunden. Ich war müde, weil ich oft stehen musste. Dann wieder andersrum, wenn ich jetzt lange schlafen kann oder für die Arbeit später aufstehen muss, bis ich so 9 oder so oder 10. Wenn ich dann nur so 6 Stunden schlafe, weil ich bis nachts auf war, bin ich ausgeschlafen. Wenn ich dann viel schlafe, bin ich auch ausgeschlafen. Das ist irgendwie total komisch. Deswegen bringt es auch eigentlich nichts für mich, unter einer Woche abends früh ins Bett zu gehen. Und das schaffe ich sowieso nicht. Ich nehme es mir mal vor, früh ins Bett zu gehen, weil ich denke, dass ich dadurch morgens wacher bin. Was aber leider irgendwie nicht stimmt. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Im Kreisverkehr die zweite also, ich bin froh, wenn es unter der Woche so 22.45 Uhr, so 23:45, das ist, denke ich mal, noch ganz akzeptabel. Das ist aber auch schon so, ich sag mal, grenzwertig. Viel früher schaffe ich gar nicht. Vor allem, da ich auch gerade halt viel YouTube mache nebenbei noch. Das ist halt nach der Arbeit nicht mehr so viel Zeit. Da muss ich halt viel am Wochenende machen. Unter einer Woche mache ich halt Computer. Ich meine, ich nehme Donnerstag, Freitag, Samstag immer auf. Und ja, eigentlich Montag bis Mittwoch mache ich eigentlich kaum was. Ich lade halt die Videos abends hoch. Aber sowieso wieder schneiden, Thumbnails machen oder aufnehmen halt, das mache ich Montag bis Donnerstag eigentlich nicht. Oder Montag bis Mittwoch. Da habe ich auch irgendwie keine Lust zu oder keine Energie teilweise auch. Kommt auf den Tag drauf an. Heute bin ich auch ziemlich geschafft, obwohl ich eigentlich gar nicht mal so viel gemacht habe auf Arbeit. Das war anstrengend, aber zum Glück ist morgen Freitag. Und Freitag ist ja bei uns auch generell immer der kurze Tag. Am Freitag arbeite ich normalerweise 5,5 Stunden. Aber morgen werden es wahrscheinlich nur 5 sein. Weil ab 12 Uhr müssen wir die PCs ausschalten, weil da was gewartet wird von der Technik her. Und ja, in einem Büro ohne PC kann man nicht wirklich so viel machen. Deswegen haben wir, vorerst angedacht, es ist jetzt nicht fest beschlossen, aber angedacht, dass wir dann alle um 12 Uhr Feierabend machen. Was ich auch nicht so schlecht finde, weil aus meiner Sicht kommt nämlich morgen Red Dead Redemption 2 raus. Dazu habe ich auch noch was zu erzählen. Das habe ich mir ja bei Mediamarkt vorbestellt. Natürlich für den Normalpreis von 70 Euro. Oder 69,99, ne? Wie gesagt, ich dachte, nein. Und dann habe ich heute von Mediamarkt eine E-Mail bekommen. Da stand was, ich bin kurz überflogen, da stand da was mit Gutschrift. Ich dachte mir so, was? Gutschrift? Hä? Ich habe doch gar nichts irgendwie zurückgegeben, oder? Da war ich neugierig. Habe ich aufgeklickt und dann habe ich tatsächlich eine Gutschrift von 10,99 Euro bekommen. Für Red Dead Redemption 2. Ich dachte mir nicht auch, wozu, was soll ich mit einer Gutschrift? Das Spiel doch nicht studiert, ich habe ja nichts gemacht. Das Spiel werde ich auch wahrscheinlich morgen bekommen. Aber hat das Spiel jetzt günstiger geworden? Das ist irgendwie bei Mediamarkt so. Du bestellst das Spiel jetzt zum Beispiel wie ich für 70 Euro. Das ist aber nicht, dass du 70 Euro bezahlst. Und zwar bezahlst du den günstigsten Preis, für den das Spiel bis zum Release angeboten wird. Das heißt, wenn das Spiel bis zum Release billiger wird, bezahlst du den billigeren Preis.
Was ich jetzt nicht so schlecht finde, aber jetzt habe ich nur für das Spiel 59 Euro bezahlt. Oder ich kriege wieder 10 Euro Dings gut geschrieben. Dann bezahlt war es natürlich schon. Aber ich kriege das Geld halt wieder gut geschrieben. Also bezahle ich für einen Vollpreistitel 59 Euro. Also damit kann ich zumindest leben. Ja, bin ich jetzt nicht so schlimm. Ich frage mich, wieso wird das Spiel vor Release günstiger? Nach Release ist es halt normal, aber vor Release? Dann auch noch vielleicht 10 Euro? Ob die irgendwie irgendwelche Deals rausgehandelt haben bei Mediamarkt? Ich weiß es nicht. Ich finde es halt ziemlich geil eigentlich. Dann kann ich mein Spiel auch hoffentlich morgen abholen. Nach der Arbeit. Beziehungsweise ist es auch praktisch, dass ich um 12 Uhr wahrscheinlich Feierabend habe. Wenn ich halt normal machen muss, habe ich halt bis 12.30 Uhr. Muss ich dann arbeiten. Trotzdem kann ich mein Spiel abholen und dann kann ich vielleicht mit installieren, kann ich vielleicht, weiß ich, 15 Uhr zocken. Könnte ziemlich geil werden. Ich habe bis jetzt auch die Wertung, sind halt auch ziemlich übel. Metacritic 97. Basierend auf 57 Wertung. Ist jetzt schon ist amtlich. So, wir machen mal noch eins. Ja, Zeit sagt auf jeden Fall, machen wir eins. Das hat ja schon mal ziemlich gut geklappt eigentlich. Ich muss sagen, die Felgenfarbe, das gefällt mir nicht doch so. Felgen müssen gar nicht schwarz. Das sieht so auch eigentlich ganz cool aus. Boah, auch die Scheinwerfer, ne? Also der guckt auch schon so ein bisschen grimmig, der Wagen, so ein bisschen böse, ne? Also mit dem ist nicht zu spaßen. Ich freue mich echt riesig auf Red Dead. Ich werde ja schon Teil 1 ziemlich geil. An sich Rockstar-Spiele finde ich generell ziemlich geil. Bin ich echt mal gespannt. Dann bin ich auch gespannt, ob Red Dead auch denn mein Spiel des Jahres wird. Ich meine, bis jetzt. Kann ich schon mal auch fürs Video im Dezember spoilern. Bis jetzt ist es Forza. Aber wenn Red Dead so gut wird, wie ich es vermute, dann wird Red Dead auch besser sein als Forza. Weil es aber dann wahrscheinlich beides extrem gute Spiele sind. Das war auch damals so 2016. Ich meine, ich habe natürlich extrem viel Horizon 3 gespielt. Ist auch bis heute mein meistgespieltes Spiel, aber 2016 fand ich halt Witcher noch geiler. Deswegen war Forza kein schlechter, sondern ein sehr guter zweiter Platz. Einfach ein fantastisches Spiel, aber hat leider nicht für den ersten gereicht. Und Witcher ist auch dieses Mal wieder dabei. Ich habe dieses Jahr nochmal 360 Stunden, glaube ich, gespielt. Mal gucken, wie es nächstes Jahr sein wird, ob ich es dann immer noch spielen werde. Wenn vielleicht nicht schon nächstes Jahr Cyberpunk rauskommt. Darüber weiß ja auch noch keiner wirklich was. Von offizieller Seite gibt es jetzt keinen genauen Release-Zeitraum oder ich sage einen genauen Release-Termin. Das gibt es ja nicht. Die zweite Ausfahrt nehmen. Ich meine, sie haben mal gesagt, sie möchten, glaube ich, bis 2021 zwei AAA-Rollenspiele veröffentlichen. Das werden sie nicht schaffen. Zweifelig. Weil selbst wenn es nächstes Jahr Cyberpunk kommen sollte, kommt nicht zwei Jahre danach wieder nächstes AAA-Rollenspiel. Wie ein weiterer Witcher-Teil vielleicht. Das glaube ich nicht. Es kann auch denkbar sein, dass Cyberpunk 2020 rauskommt. Du hast dein Ziel erreicht. Natürlich auch wegen der Vorlage von dem Spiel, nämlich dem Pen and Paper Rollenspiel Cyberpunk 2020. Deswegen wäre es natürlich so ein kleiner Gag, wenn das Spiel 2020 rauskommt. Aber mal gucken. Ich denke, bin ich erstmal auch mit Spielen versorgt. Also daran würde es mir, denke ich mal, jetzt in nächster Zeit nicht nageln. Forza sowieso. Wird wahrscheinlich ein Dauerbrenner werden über mehrere Monate, vielleicht sogar Jahre. Dann natürlich Red Dead Redemption. Könnte auch über Monate mich beschäftigen. Ich habe mal gesehen, das Spiel hat, glaube ich, 103 Story-Missionen. Und halt natürlich auch typisch ultra viele Nebenaufgaben, also Rockstar-Spiele sind keine kleinen Spiele, die man so in 10 Stunden durchspielt und seinen Spaß hatte. Das sind schon ziemlich große Spiele. Und da soll ja auch Red Dead wieder eine weitere Schippe drauflegen.
Und ich trinke mal kurz was. Da habe ich, denke ich mal, mehr als genug zu tun. Dann wollte ich mir holen Assassin's Creed Odyssey. Ob das auch machen wir dieses Jahr, weiß ich nicht. Weil, ja, wegen Zeit. Ich muss noch gucken, weil ich mir dieses Jahr noch meinen Urlaub nehmen. Habe ich auch noch gar nicht genommen. Ich habe noch dieses Jahr 9 Tage Urlaub, die ich nehmen kann. Also ich habe einen Jahresurlaub von insgesamt 27 Tagen. Macht denn für ein Drittel des Jahres, quasi September bis Dezember, das macht dann 9 Tage Urlaub. Was ich schon ziemlich viel finde. Bei meiner letzten Ausbildung hatte ich einen Jahresurlaub von 20 Tagen. Was auch das gesetzliche Minimum ist. Also weniger als 4 Arbeitswochen darf nicht sein. Bei Volljährigen. Also bei Minderjährigen nochmal alles ein bisschen anders geregelt. Ich glaube, 15-Jährige brauchen sogar mindestens 30 Tage Urlaub. Aber ja, ich bin ja natürlich schon zu alt dafür. Ich meine, Minderjährige dürfen auch eigentlich keine Überstunden machen, in der Ausbildung.